Das Laden an öffentlichen Ladestationen ist im Vergleich zum privaten Laden teurer. Genau deswegen entscheiden sich viele Autobesitzer häufig für das Laden zu Hause. Aber wie lädst du dein Elektroauto zu Hause auf? Welche Möglichkeiten gibt es und was sind deren Vor- und Nachteile? Das erkläre ich dir in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal von GoE. Mein Name ist Tim und in diesem Video zeige ich dir zwei Möglichkeiten, die du hast, um dein E-Auto zu Hause zu laden. Los geht's! Möglichkeit Nummer 1. Du lädst dein Elektroauto an einer normalen Haushaltssteckdose. Möglichkeit Nummer 2. Du kaufst dir eine Wallbox. Möchtest du dein Auto an einer normalen Steckdose laden, kannst du das entweder mit einem Notladekabel mit ICCB, also einem Ladekabel, das mit einer Kontrollbox ausgestattet ist, tun oder du lädst mit einer portablen Wallbox wie dem GoE Charger und passendem Adapter. Der Nachteil beim Laden an einer normalen Steckdose ist, dass das Laden mitunter 24 Stunden dauern kann. Für den Alltag ist diese Art des Ladens also meist sehr, sehr unpraktisch. Willst du deutlich schneller laden, dann empfehle ich dir eine Wallbox mit 11 kW oder 22 kW Ladeleistung bei dir zu Hause zu montieren. Ob du nun eine 11 kW oder 22 kW Wallbox brauchst, hängt von unterschiedlichen Faktoren wie zum Beispiel deiner Anschlussleistung, der Ladeleistung deines E-Autos oder dem Ladekabel ab. Willst du mehr über die unterschiedlichen Faktoren erfahren, dann schau dir unser anderes Video dazu an, das wir dir in der Videobeschreibung verlinkt haben. Im Fachhandel oder bei deinem Installateur findest du einfache und smarte Wallboxen. Eine einfache Wallbox ist relativ simpel gestrickt. Sie kann während des Ladevorgangs mit dem E-Auto kommunizieren und passt den zu liefernden Strom, dem Onboard-Charger des Elektroautos und dem momentanen Zustand der Batterie an. Das war's dann aber auch schon. Smarte Wallboxen hingegen, wie die GoE Charger, können noch viel mehr und machen das Laden deines Elektroautos bequemer, ökonomischer und nachhaltiger. Sie ermöglichen zum Beispiel die Verwendung von Strom aus einer Photovoltaikanlage, von flexiblen Strompreisen oder eines Lastmanagements. All das sind Komfortfunktionen, die man als E-Auto-Besitzer normalerweise nicht missen sollte. Eine smarte Wallbox erlaubt es dir auch, Strom aus einer Solaranlage zu laden, was natürlich besonders in Zeiten hoher Strompreise spannend ist. Lädst du mit einem smarten Gerät mit PV-Überschussfunktion, kannst du beispielsweise steuern, wie und wann du mit PV-Strom laden möchtest. Der GoE Controller ist solch ein Gerät. Es verfügt über Sensoren, die messen, wie viel Energie deine PV-Anlage produziert. Der Controller sendet diese Informationen dann an den GoE Charger und die Wallbox passt die Ladeleistung entsprechend an. Mehr zu diesem smarten Energiemanagementsystem, welches dir auch ein dynamisches Lastmanagement für dein Gebäude ermöglicht, erklären wir dir auf der GoE Website. Alternativ kannst du auch andere Energiemanagementsysteme verwenden, welche über unsere offene API, eine Programmierschnittstelle oder OCPP angebunden werden können. Willst du mehr über den GoE Charger Gemini und seine smarten Features erfahren, dann schau auf unsere Website oder schau dir unser Video dazu an, das wir dir am Ende dieses Videos verlinkt haben. Wo kannst du deine Wallbox zu Hause installieren? Üblicherweise in der Garage oder in der Einfahrt. Wie sie im Detail installiert wird, hängt von der Ladestation ab und davon, ob es eine stationäre oder mobile Wallbox ist. Eine stationäre Wallbox, wie zum Beispiel der GoE Charger Gemini, ist nur für den lokalen Gebrauch geeignet. Sie wird daher fest an der Wand montiert und muss von einem Elektriker an das Stromnetz des Gebäudes angeschlossen werden. Die mobile Wallbox hingegen, wie zum Beispiel unser GoE Charger Gemini Flex, kannst du einfach selbst an der Wand montieren und in Betrieb nehmen. Entspricht deine Steckdose modernen Standards, brauchst du hierfür keinen Elektriker. Und wie der Name schon sagt, sie ist mobil verwendbar, da du sie einfach aushängen kannst. Die Ladestation ist also zu Hause oder unterwegs ein wertvoller Begleiter. Das gibt dir einiges an Flexibilität und Freiheit, da du die mobile Wallbox jederzeit auf Reisen oder zu Freunden und Familie mitnehmen kannst. In modernen Ladestationen sollte ein Gleichstromfehlerschutz eingebaut sein. Ist das nicht der Fall, ist gebäudeseitig ein FI vom Typ B erforderlich. Der GoE Charger hat bereits ein FI-Schutzmodul integriert. Er schaltet die Ladestation im Falle eines vom E-Auto verursachten Fehlerstroms ab. Daher ist gebäudeseitig nur ein FI vom Typ A von einem Elektriker zu installieren, sofern lokale Vorschriften nicht davon abweichen. Zudem muss ein Leistungsschutzschalter mit der Charakteristik B oder C vorgeschaltet sein. Preislich unterscheiden sich die beiden Varianten GoE Charger Gemini und Gemini Flex nicht. Einen minimalen Unterschied gibt es nur zwischen der 11 kW und der 22 kW Wallbox.
Im Vergleich zu vielen anderen Wallboxen bieten die GoeCharger ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. So belegte der GoeCharger HomeFix 11 kW, die Vorgängerversion des GoeCharger Gemini, beim Wallbox-Test 2022 von ADAC, ÖAMTC und Stiftung Warentest als günstigstes Produkt Platz 1. Somit ist belegt, gute Qualität muss nicht teuer sein. Ich hoffe, dass dir dieses Video geholfen hat. Wenn du Fragen hast, kommentiere einfach unter diesem Video. Interessierst du dich für unsere Wallboxen, dann schau auf unserer Website vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, dein Tim von GoE.